Jürgen Klopp kehrt ins Fußballgeschäft zurück, allerdings nicht als Trainer. Vom kommenden Jahr an wird er globaler Fußballchef bei Red Bull. Dabei wird Klopp für die strategische Ausrichtung der internationalen Fußballvereine zuständig sein. Im Sommer hatte er nach 9 Jahren seinen Trainerposten beim FC Liverpool aufgegeben und angekündigt, ein Jahr lang kein neues Traineramt zu übernehmen. Egal ob Mainz, Dortmund oder Liverpool, bei all diesen Traditionsvereinen hat Jürgen Klopp Legendenstatus, gilt als beliebtester Trainer Deutschlands, einer auf Augenhöhe. I'm the normal one. Nach seiner Zeit in Liverpool erstmal Trainerpause. Doch heute die Überraschung. Jürgen Klopp wird ab Januar für den Getränkehersteller Red Bull als sogenannter Head of Global Soccer arbeiten. Auf Instagram erklärt Klopp: Ich liebe den Fußball und ich liebe es zu arbeiten. Und Red Bull gibt mir dafür die perfekte Plattform. Ich möchte meine Erfahrungen teilen, die ich über die Jahre hinweg gesammelt habe. Seine Aufgabe? Netzwerken und die Red Bull Fußballclubs wie beispielsweise RB Leipzig weiterentwickeln. Ein Club, der gerade bei Fans von traditionell gewachsenen Vereinen kritisch gesehen wird. Haben Sie in Ihrem ganzen Konsortium wenigstens jetzt mal einen vernünftigen rumhängen? Mehr kann ich dazu gerade nicht sagen, tut mir leid. Also muss ich verarbeiten erstmal. Ich fand es ganz schrecklich, weil ich das Gefühl habe, dass er ein bisschen da schaut, wie er jetzt noch bis zur Rente irgendwie durchhalten kann. Und man fühlt sich schon so ein bisschen verraten. Also für uns Dortmunder ist das natürlich enttäuschend, das muss man schon sagen. Das sind ja nicht gerade, wir haben ja nicht gerade eine Fanfreundschaft mit dem Dosensportverein. Vor 8 Tagen hat Klopp das Bundesverdienstkreuz erhalten. Der Bundespräsident lobte, dass Klopp in der Lage sei, zu verändern und zu gestalten. Ab 2025 will er diese Fähigkeiten bei Red Bull einsetzen. Und jetzt noch die Wetteraussichten.